Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist nicht das erste Mal, dass wir heute im Deutschen Bundestag über Netzneutralität reden. Und ich glaube, wir sind uns alle einig darin, dass die Netzneutralität ein hohes Gut ist. Denn sie ist der Innovationsmotor des Internets, dass man eben nicht nur ein paar Applikationen bekommt, die der eigene Provider entwickelt hat und glaubt, dass sie das Beste für den Kunden sind, sondern dass jeder, der im Internet ist, Anwendungen, Innovationen entwickeln kann, die allen zur Verfügung stehen über alle Kanäle. Das ist ein absolut wesentliches Prinzip und daran darf man nicht rütteln. Der entscheidende Punkt ist, dass wir aber auch über Jahre eine Diskussion führen, die auch die Kollegin Wawrzyniak vorhin so ein bisschen in das Licht gerückt hat nach dem Motto, gleiches Netz für alle. Und das hat so was Wundervolles, so einen Sound von einer politischen Auseinandersetzung, die es früher mal gegeben hat, als hier noch die Mauer vor dem Reichstag gestanden hat. Und wo ich eigentlich denke, dass diese Art des Schwarz-Weiß-Denkens heute nicht mehr der Stand der Dinge ist. Und deshalb sind wir doch bei diesem Thema, ehrlich gesagt, alle zusammen. Und das Europäische Parlament, lieber Konstantin von Notz, ist im Übrigen auch nicht die Bundesregierung. Ich habe vorhin die ganze Zeit immer so eine beißende Kritik an der Bundesregierung gehört. Aber damit das noch mal alle wissen, es geht hier um die Beschlüsse des gleichen Europäischen Parlaments, was heute die Datenschutzgrundverordnung freigegeben hat. So, das muss man einfach in einem gemeinsamen Tenor sehen. Und was ist jetzt der Kern dessen? Der Kern dessen ist, Netzneutralität muss gewahrt bleiben. Aber, und da haben wir auch gemeinsam in der Enquete-Kommission damals einen Konsens erreicht, es muss auch Diensteklassen geben können. Und ich glaube, und das ist meine Position und auch die meiner Fraktion, das entscheidende Prinzip muss lauten, wir müssen das Beste an Innovation ermöglichen. Und das Beste an Innovation habe ich nicht bei einem Internet der Deals. Das Beste der Innovation habe ich aber auch nicht, wenn ich anfange, Dienste zu verbieten, die es heute schon gibt, beispielsweise T-Entertain als ein Fernsehdienst. Klarer Spezialdienst, qualitätsgesichert, kein Internetzusatzdienst, kein Melde dich und frage, sonst kann es keiner draußen an den Fernsehgeräten hören. Bitte. Entschuldigung, Frau Präsidentin. Ich wollte noch nicht mein Amt abgeben, aber bitte schön, Herr Kollege. Ja, Herr Kollege Jatzombek, vielen Dank für das Zulassen der Zwischenfrage. Wir haben das ja gerade frisch diskutiert. Klang ja eben auch an, die Mangelverwaltung und so. Wie ist es denn mit dem Internet? Ist da überall Breitband genug da oder haben wir nicht genau mit dem Vectoring, was jetzt kommt und was, glaube ich, hier irgendwie auch ein Plan der Bundesregierung ist, genau das Problem, dass eben nicht genug Kapazitäten da sind und dass deswegen natürlich sozusagen das ein knappes Gut ist. Und wenn man die Netzneutralität festschreiben würde, dann würde man die Anbieter dazu zwingen, eben ausreichende Kapazitäten zu schaffen, damit alle Videos angucken können im Netz und nicht nur die, die bereit sind, dafür 50 Euro im Monat zu zahlen. Lieber Kollege von Notz, ich glaube, das ist ein besseres Format, denn der Redner hört zwar die Zwischenrufe, aber das Publikum an den Fernsehern und am Internet nicht. Deshalb kann man das jetzt mal diskutieren. Also, der Breitbandausbau in Deutschland. Diese Bundesregierung ist die erste seit Menschengedenken, die überhaupt ein Breitbandförderprogramm ins Leben gerufen hat. Mit 2,7 Milliarden Euro im Dezember, im Januar haben sehr viele Förderbescheide rausgegangen, um genau in den Gemeinden, wo es heute kein Breitband gibt, im ländlichen Raum für Versorgung zu sorgen. Diese Bundesregierung hat gemeinsam mit den Landesregierungen es im letzten Jahr geschafft, nochmal einen großen Block von Fernsehfrequenzen für schnelles Internet zur Verfügung zu stellen, sodass das mobile Internet ab dem nächsten Jahr doppelt so schnell wird, weil es doppelt so viel an Kapazität gibt. Das sind, glaube ich, zwei große Erfolgspunkte. Wir haben, komme ich zu Vectoring, wir haben in Deutschland bei 72% der Haushalte auch Kabelanschlüsse. Viele davon sind ertüchtigt mit Bandbreiten heute schon von mehr als 100 Mbit. Wir werden noch in diesem Jahr die ersten dieser Anschlüsse auf 1000 Mbit, also mit Gigabit, sehen. Wir werden perspektivisch in den nächsten sehr überschaubaren Zeitraum, 2-3 Jahre, wahrscheinlich sehr viele dieser 72% Haushalte mit Gigabit sehen. Wir werden zusätzlich, und das ist eine Entscheidung der unabhängigen Beschlusskammer der Bundesnetzagentur, die ich in einigen Stellen auch deutlich kritisiere, aber das ist eben so, wenn man unabhängige Gremien schafft. Ich glaube aber, dass die Vectoring-Technik hier insgesamt gut ist, weil sie dafür sorgt, dass bei DSL-Anschlüssen ebenfalls Geschwindigkeiten deutlich steigern. Auf 100 Megabit mit Super Vectoring
in den nächsten 2 Jahren auch auf 200 Megabit. Und ich glaube, dass das schon mal Kapazitäten sind, die ganz okay sind, wo ich auch eine Familie mit 2 Teenager-Kindern, die 4K-Videos gucken können, ziemlich gut versorgen kann. Und das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, sondern das ist eben jetzt die Entwicklung, sodass ich auch nicht glaube, dass wir hier Bandbreitenengpässe haben. Es wird ja immer darüber philosophiert, wann diese kommen können. Und wenn ich jetzt auf die Innovation gucke, hat die Bundeskanzlerin sehr zu Recht einmal gesagt, der tatsächliche Anwendungsfall für Spezialdienste, der kommt überhaupt erst noch. Ich habe zwar mit dem Fernsehdienst einen heute schon genannt, aber stellen wir uns doch das Connected Car vor. Da brauche ich natürlich Dienste mit einer kurzen Latenzzeit. Wenn ich einen Konvoi von Autos steuere, von selbstfahrenden Autos, um die Abstände zu reduzieren, dann muss das 20. Auto in Echtzeit das Bremssignal von dem ersten Auto bekommen. Sonst müssten die einen viel größeren Abstand fahren. So, und dafür brauche ich ein absolut verzögerungsfreies Netz. Und dass das Priorität haben muss gegenüber einem Bus von Bundestagsabgeordneten, die gerade alle die Presseschau runterladen, das erschließt sich doch dem, ja, wir fahren jetzt alle mit der ganzen Landesgruppe nach Hamm in Westfalen, da haben wir eine Klausurtagung am Wochenende, da kommen wir nicht mit dem Fahrrad hin, da sind ganzen Bus von Abgeordneten, die alle so ein Zeug runterladen. Das erschließt sich doch dem logischen Menschenverstand, dass die Steuerung dieses Connected Cars, um diese Innovation zu ermöglichen, hier einen Vorrang haben muss. So, und jetzt macht Europa eine Richtlinie oder vielmehr eine Verordnung. Und jetzt können wir doch nicht allen Ernstes anfangen, in nationalstaatliche Regelungen zu verfallen. Also diejenigen, die in Nordrhein-Westfalen im Internet surfen, die gucken natürlich immer mit Begeisterung nach Frankfurt. Da ist der größte Internetverbindungsknoten der Welt, der D6. Aber nicht sehr viel kleiner ist der in Amsterdam. Und wenn da in Düsseldorf oder in Aachen oder im Münsterland gesurft wird, dann kann das auch passieren, dass man schon mal über den Knoten in Amsterdam läuft. So, und wenn jetzt in Belgien oder in Holland andere Regelungen gelten als in Nordrhein-Westfalen, dann ist das doch keine sinnvolle Regulierung. Wenn das Connected Car, was über die Grenze fährt, beim Übertritt nach Belgien auf einmal Funktionen einschalten kann oder ausschalten muss, das kann doch nicht allen Ernstes unser Vorschlag sein für eine Regulierung der Netzneutralität. Und ganz im Ernst, meine lieben Kollegen, der Zeitpunkt heute ist bemerkenswert, denn die europäische Verordnung tritt Ende diesen Monats in Kraft. So, und jetzt setzen sich die ganzen nationalen Regulierer hin, machen im Sommer eine aufwendige Konsultation. 6 Wochen lang sollen hier Leitlinien diskutiert werden, die dann am Ende August tatsächlich in Kraft treten. Und wir wollen doch nicht heute ein Gesetz machen, heute, wo wir genau wissen, dass im August die europäischen Regelungen kommen, die wir alle noch gar nicht kennen können, weil sonst wäre das keine Konsultation und keine Beteiligung, sondern eine Farce. Und deshalb, glaube ich, sollten wir jetzt erstmal diesen Prozess vernünftig zum Ende bringen. Und dann können wir mal gucken, wo wir da stehen. Und dann kann man immer noch überlegen, wo ein Handlungsrahmen ist. Aber ganz sicherlich nicht darin, dass jetzt jedes europäische Land eigene Gesetze schafft und damit wieder einen europäischen Flickenteppich verursacht. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.